Hey Leute, willkommen zurück bei Minecraft Explorer. Ich will ein Thema diesmal besprechen. Wir fangen gleich mal ganz krass an, ohne groß rumzureden. Ein Thema besprechen will ich. Oh, kommt zum Punkt jetzt wieder. Katja? Nee. Was eigentlich auch gewünscht wurde. Und zwar sollte ich über die Uni reden. Da war ich ganz überrascht, dass ich darüber reden soll. Weil, ja, ich weiß halt nicht, wie sehr ihr halt in diesen, ja, oder Uni-Zeit schon seid, beziehungsweise überhaupt damit konfrontiert werdet, mit Verwandten oder so, oder Wünschen. Aber das sei mal jetzt dahingestellt. Und, ja, Universität. Wieso mache ich das eigentlich? Kann man sich jetzt als erstes die Frage stellen, wieso gehe ich zur Universität? Warum hole ich mir einen Abschluss, obwohl ich einen Job habe, doch damit eigentlich zufrieden sein könnte? Warum mache ich mir die Qualen, abends nach der Arbeit noch dahin zu latschen und mich dann bedudeln zu lassen den ganzen Tag und dann noch in den Freizeiten, die ich habe, zu lernen bzw. irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten auszuarbeiten? Ja, wieso mache ich das? Und wieso machen es andere Leute? Wieso bin ich da nicht allein? Man muss ja bedenken, dass wir sind da irgendwie im Kurs 50 Leute, so drumherum. Wobei das, was ich gerade studiere, wirklich sehr weiblich behaftet ist. Und jetzt momentan sind wir da irgendwie, ja, 10 Männer und 40 Frauen, kann man fast sagen. So im Trend vielleicht 15 Männer und 35 Frauen. Manche Leute werden sich freuen, manche eher nicht. Das ist nun mal ganz natürlich. Und, ja, da muss ich die Seite noch bauen. Gut. So, und erstmal, ich will mal mit Betsy hier reinholen. Das reicht mir jetzt die ganze Zeit. Und das ist die Frage, wieso mache ich das? Ja, also studieren wollte ich schon länger. Also, das ist ja klar. Ich wusste halt nur nicht, oder nachdem ich das Studium, meine Ausbildung gemacht habe, wusste ich halt nicht, ob ich weiterhin in diese Richtung gehen werde. Ich habe dann später doch irgendwann mal ein Fernstudium angefangen im Bereich der Wirtschaftsinformatik. Fand ich allerdings nicht so prickelnd. Fernstudium, nee. Also es ist noch blöder als Armstudium, weil Armstudium hast den Zwang dahin zu gehen. Du hast Leute, mit denen du reden kannst, du kannst dich austauschen. Dies alles hast du beim Fernstudium nicht. Du bist mehr oder weniger beim Fernstudium immer ja, auf dich allein gestellt. Was für manche Leute freuen sich darüber, aber ich kann euch schon mal sagen, das ist nicht immer das Einfachste. Denn, ja, das ist nun mal so, dass man wirklich manchmal nicht nur die Aufmunterung braucht von irgendwelchen Leuten, sondern einfach, ja, man geht einfach viel mehr dahin, wenn man irgendwelche Leute kennt und man das wirklich gemeinsam genießt, gemeinsam macht, dann ist das schon mal was anderes. Und natürlich jetzt nochmal die Frage zu klären, warum mache ich das natürlich? Ah, ich überlege gerade. Nö, ich lasse das so. Ich könnte doch einfach genießen, was ich habe. Ja, natürlich ist es so, dass meine Zielsetzung schon so ist, dass ich irgendwann mal natürlich eine andere Position haben werde. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich total schlecht in dem Beruf oder mein Beruf aussichtslos ist. Dafür habe ich jetzt in letzter Zeit, oder mein neuer Beruf ist da viel zu gut dafür, als dass ich den jetzt schlecht machen würde darüber. Das stimmt nicht. Ich mag meinen Beruf, den ich momentan habe und bin damit sehr zufrieden, dass ich den auch, ja, und dankbar, dass ich den ausüben kann. Es ist halt nur mal eine Menge Arbeit trotzdem, die man machen muss. Und ja, jetzt überlege ich gerade, Fackel nicht, aber jetzt werde ich hier wahrscheinlich noch ein paar Sachen reinbauen. Aber ich werde es wahrscheinlich ein bisschen offener lassen. Ich überlege noch gerade, wie ich das alles meister. Würde mich interessieren kurz. Sieht vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Wir müssen mal gucken. Ja, könnte man ausprobieren. Von außen wirkend. Ja. Wäre wahrscheinlich ein bisschen noch hübscher machen, aber momentan gar nicht mal so schlecht.
Und um eine andere Frage zu klären, würde es sich lohnen, wenn man jetzt persönlich anfängt, nach dem Abitur Studium zu machen? Also, ob es sich lohnen würde, muss jeder für sich erwägen. Einerseits, ob man natürlich ein Studium nochmal ranhängen möchte, wegen der Zeit. Andererseits, ob man einen Berufswunsch hat, der ein, wo man sagen kann, dass das nur mit einem Studium möglich ist, beziehungsweise, dass ein Studium dabei sehr behilflich sein würde, wie es bei mir jetzt mehr oder weniger ist. Wo sind die konkreten Berufswunsch weiter, habe ich nicht, weil ich mich halt auch freue darüber, meine Grenzen zu testen und zu gucken, wie weit ich überhaupt beruflich und das alles, ja, wie weit ich da kommen kann. Das interessiert mich halt. Wie weit ich mit meinen Fähigkeiten und den Freiheiten, was mir dieses Land gibt, was ich auch ganz glücklich bin. Nicht jedes Land gibt einen so viele Möglichkeiten im Bereich Bildung, wie hier, wie unser Land das tut. Oder, ja, was heißt unser Land? Bei mir heißt es Deutschland. Natürlich ist Österreich und Schweiz haben natürlich auch, kann man auch dankbar sein dafür, dass wir in dieser Welt leben. Dass wir die Möglichkeit dazu geboten bekommen. Eieiei. Aber ich will jetzt nicht rummeckern wegen erste Weltprobleme, zweite Weltprobleme und so Schwachsinn. Nee, nee. Auf jeden Fall ist es so, dass ich ja dann jede Woche dreimal dahin fahre. Das fängt um 18 Uhr an. Das endet um 21.15 Uhr. Das sind also ein bisschen mehr als 3 Stunden. Da ist natürlich eine Pause drin von 15 Minuten. Also eigentlich nur. Tut mir gerade leid, Leute. Ah, die Müdigkeit schätzt mich ein bisschen. Oder ich schätze die Müdigkeit überhaupt nicht, aber die Müdigkeit will mich wieder einvernehmen. Ja, und diese 3 Tage, die sind immer ziemlich anstrengend, wie gesagt, auch wenn man nebenbei noch zusätzlich was machen muss. Aber ich will es halt auch. Und wie gesagt, ich habe die Leute, die sind alle relativ nett. Die Lehrer, die sind auch ganz nett. Es geht auch ein bisschen anders ab als in einer anderen normalen Universität, wo man momentan habe ich, kann ich sagen, nur 2 Fächer aktuell, die ich lernen muss. Dafür halt viel. Und meistens ist, oder es ist so auch gedacht, dass das Pensum, was normalerweise für mehrere Semester gedacht ist, jetzt auf diese Anzahl von Semestern oder auf 1-2 Semestern geteilt wird. Das ist einfach nur, dafür kommen in den nächsten Semestern halt andere Sachen rein. Das ist halt nur, damit man ja für weniger Fächer lernen muss. Finde ich schon ganz gut gelöst. Gefällt mir so. Finde ich ganz gut gemacht. So. Nee, das sieht kacke aus. Können wir überlegen, was wir einrichten. Dann ist ja noch nichts wirklich drin. Wir sehen davon, dass ich ein Bett hier reinmachen wollte. Mal ja immer hier irgendwie. Teppich soll es ja auch bald wieder in Minecraft geben. Es ist wieder. Soll es in Minecraft bald geben. Wer hat denn die Tür hier weggemacht? Hätte ich nicht auch irgendwo meine Tür hier? Komisch. Können wir jetzt gleich mal zur Werkbank. Also Uni macht mir auch soweit Spaß. Es ist nur halt nur viel Arbeit und auch anstrengend und das alles und ja. So kurz zusammengefasst. Und das doch sieht aus wie 2 Türen hier drin. Ne, es sieht immer so aus, okay. Ihr könnt mir gerne schreiben unten, ob ihr denn ja auch später studieren wollt. Wenn ja. Wenn ja, zum Beispiel, was ihr studieren wollt oder wenn nein, könnt ihr mir auch schreiben, wieso ihr denkt, dass Studieren nicht oder nichts bringt oder vielleicht wollt ihr ja studieren, könnt's aber nicht so, wie es bei mir war früher, nicht wegen dem Abschluss, sondern eher wegen der finanziellen Möglichkeiten. Meine Eltern konnten das halt nie decken, ein Studium. Aber wiederum war BAföG bei mir nicht möglich, weil da haben meine Eltern wieder zu viel verdient. Das ist schon ein herrliches Gesetz und ja, das Stipendium habe ich auch nicht bekommen, da war ich nicht gut genug in der Schule. Insofern musste ich dann mehr oder weniger mir das bieten lassen mit einem armen Studium. Oder halt Fernstudium, aber was ich nicht wirklich empfehlen kann.
So. Von außen ist das Haus fertig. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie wir die Einteilung der Räume machen. Ich kann dir das mal kurz zeigen. Also ihr könnt mir so viel schreiben. Wir haben einerseits, das ist der Eingang. Ich denke, ich werde hier noch ein bisschen Glas machen. Werde jetzt aber schauen, ob ich das wirklich durchsetze, weil das hier wahrscheinlich kacke aussehen wird. Genau. Ich werde dann mal was überlegen. Vielleicht mache ich auch Glasblöcke. Aber das sieht dann, glaube ich, auch kacke aus. Jedenfalls haben wir hier Räume. Hier unten. Könnte man vielleicht zwei oder drei Räume rausmachen. Und hier haben wir ja mehr oder weniger diesen Bereich. Und dann hier diese zwei Räume hier oben. Und da könnt ihr mir gerne hinschreiben, was ihr denn sehen wollt in diesen Räumen. Ich gehe mal kurz hier raus. Genieße ein bisschen Balkon. Auch wie wir hier den Balkon einrichten wollen. Zum Beispiel könnten wir hier überlegen, ob wir hier noch irgendwas gestalten, dass das nicht so auffällig ist und alles ein bisschen besser aussieht. Man könnte hier irgendwas hier unten machen. Aber das könnt ihr mir schreiben. Verdammt. Haare. Ja, ich persönlich habe hier was geplant noch. Die Frage ist, wie weit wir das machen werden. Jetzt in den nächsten Minuten nicht. Ich denke aber noch nicht, dass ihr das nächste Mal drankommt. Ja, dies zur Meinung zum Studium. Wie gesagt, wenn euch noch irgendwas einfällt, irgendwelche Fragen ihr noch habt, da stellt es mir in den Kommentaren. Ich werde es versuchen, dann einfach zu erzählen nächstes Mal wieder. Und ich will mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Bis gleich. Gut. Sind erst 9 Minuten. 9 Minuten, 11 Minuten insgesamt. Hallo, der Server läuft einigermaßen ganz gut, muss ich mal sagen. Gefällt mir so. Bin immer alleine auf dem Server. Ich weiß, der Zero war gestern hier, aber ich... Ich weiß halt nicht, ob er hier irgendwas gebaut hatte. Wie gesagt, spawnen tun ja die Leute eigentlich hier bei mir. Hier in dem Bereich. Geplant. Ja, das kann ich euch mal erzählen. Geplant ist mehr oder weniger, dass ich hier... Den Weg werden wir dann noch komplett machen. Den musste ich ja kurz einreißen, weil ich hier noch das gebaut habe. Und Josh hatte eigentlich schon den Weg fertig gebaut, aber ich habe mir gedacht, nee, ich will hier noch meinen schönen Vorgarten haben. Und dementsprechend habe ich das nicht gemacht. Musste ich seinen Weg nochmal abreißen. Aber den werde ich, wie gesagt, nachbauen. Vielleicht nächstes Mal, wir werden vielleicht auch noch ein bisschen durch die Wildnis gehen. Ich werde da hinten nicht weiter gucken, jedenfalls nicht, solange ihr da seid. Und ja, dann werden wir dann, unten kommt noch, hier unten, wird später, hier in den Bereich, hier mal runter, habe ich eine Überlegung zu machen, dass wir eine U-Bahn bauen. Und zwar wird es so sein, wahrscheinlich, dass ich hier eine Station direkt bei mir machen werde, dann vielleicht bei unter Joshs Haus und dann unter der Porno-WG auf jeden Fall. Und später werden wir die entsprechend erweitern. Ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, seid fleißig. Ich mache heute ein bisschen Erschluss. Alles, was ihr wissen wollt, schreibt mir hier. Oder schreibt mir meinem AskFM-Account. Den kennt ihr ja auch. Müsste auch jedes Mal unter dem Video stehen, hoffe ich zumindest. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.